Null. Ehrlich, null. Guck dir mal Pedal an. Guck mal, der ist schon so schlimm geworden, der nimmt überhaupt nichts mehr an. Ja, das ist der billigste Gaspedal, den ich auf dem Markt habe. Wie ihr seht, der könnte schön drücken. Liegt's doch nicht daran. Gas und jetzt V4-Effekt. Ja, guck mal. Guck dir mal den Pedal an. Guck mal, der ist schon so schlimm geworden, der nimmt überhaupt nichts mehr an. Geht nicht. Geht nicht mehr. Dass jeder schon immer sagt, ich kaufe mir den billigsten das, den billigsten dies, den billigsten das. Und ich kaufe den billigsten Gaspedal. Hier, das ist der billigste Gaspedal, den ihr auf dem Markt habt. Wie ihr seht, der könnt ihr schön drücken. Und dann habt ihr das hier, so zack, und dann habt ihr Kickdown. Zack. Die Leute haben natürlich in die Kommentare geschrieben und gesagt, ey Yunus, du kannst das ja mit dem Tester machen. Ja, ihr könnt nur den Anschlag machen. Das erkennt er ja. Er erkennt von 0 bis 100%, das erkennt er. Aber sonst können wir auch nichts anderes machen. Und mit Multimeter kannst du auch machen, aber mein Gott, wer will sich die Arbeit machen? Ich baue das jetzt ganz schnell ein und danach schauen wir eigentlich im Stand schon, ob es funktioniert oder nicht. Wir haben es ja gesehen, er nimmt kein Gas mehr an. Das heißt, wir geben echt einmal Vollgas, beim zweiten Mal nimmt er gar nicht mehr an. Und jetzt werden wir den einbauen und gucken, ob der in Ordnung ist. Ich weiß gar nicht, ob der passt. Dann gucken wir uns auch ganz schnell die Anschlüsse an, ob da was kaputt ist. Wir haben den jetzt eingebaut und jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben einmal Gas gegeben, Vollgas, und beim zweiten Mal hat er es gar nicht angenommen. Also probieren wir es. Okay, Gas, fängt er schon mal an. Das ist gut. Und jetzt mache ich einmal Vollgas, einmal Kickdown. Und jetzt wird er im Notlauf sein. Geht. Jetzt geht's, guck mal. Weißt du, was ich nicht machen konnte, Aidosch? Was? Ich konnte das nicht mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Das konnte ich nicht machen. Bis jetzt? Sieht's gut aus? Und guck mal, was hier steht. Sogar der Gaspedal wusste, dass der Vorbesitzer ein 31er ist. Hat er schön durchgedreht? Ja. So, also ich bin mir sicher, das war der Fehler. Wir werden natürlich jetzt eine Runde damit fahren. Und dann werde ich mal schauen, wie der ist. Der Fehler ist auf Autobahn aufgetreten. Das heißt, werden wir auch mal schauen, ob er auf Autobahn auch wieder läuft. Aber ich muss sagen, Kickdown geht. Guck mal, jetzt ganz kurz Kickdown. Schauen wir gleich, ob das Ding jetzt läuft oder nicht. Ich habe jetzt mehrmals kurz Kickdown gegeben und der hat danach auch ganz normal wieder Gas angenommen. Oh, warum bin ich hier nicht nach rechts gefahren? Oh. Ja, weiter. Also er nimmt auch sehr gut Gas an, also nicht so wenig. Nimmt schon gut an. So, jetzt bin ich gespannt. Autobahn. Ich werde ja gleich sehen, wenn ich Kickdown gebe, ob ich die Leute überholen kann oder nicht. Wie letztens, wo ich nach Schenlo gefahren bin. Weil da hat er ja überhaupt nicht gezogen. War ja eine Katastrophe. Autobahn, wir kommen. So. Jetzt mal schauen, ob wir Kickdown machen können. Geht ja ab. Schön. Also ich muss jetzt sagen, Fehlerboden, definitiv. Nochmal Kickdown. Hört ihr?
Frischwasser prüfen. Boah. Kennt ihr das, wenn ihr Auto fährt und dann habt ihr so Bing? Boah, da kriege ich immer so einen Schock. Ja, hier leuchtet alles. ESP, ABS. Kommt und geht. Ich schätze mal, kann ein Sensor sein, kann eine Narbe sein, kann vieles sein. Aber das ist uns eigentlich egal, weil wir das für unseren W124-Projekt gar nicht mitnehmen werden. Von daher, alles gut, brauchen wir nicht suchen. So, jetzt werde ich auf jeden Fall zurückfahren und dann zeige ich euch mal, wie der beschleunigt. Weil das ist echt schon krass, muss ich sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er jetzt die volle Power hat von den 300 PS. Also 306 PS haben die. Aber ich muss sagen, das Ding geht nach vorne. Das ist schon krass. Gut, jetzt fahren wir zurück und dann zeige ich euch mal, wie er beschleunigt. Soundcheck muss sein. Ihr kennt mich doch. Geil. Das war's. Das war das Problem. Aber auch komisch, dass es 31 heißt, ne? Wie der Vorbesitzer. Also ich weiß nicht, ob es der Vorbesitzer hingeschrieben hat, weil er die 31 so mag. Ich weiß es nicht. Aber das war das Problem. Das heißt, wenn die Leute da draußen auch so ein Problem habt, dann kontrolliert einfach mal den Poti. Ihr müsstet den Fehler, das war 049, ne? Eidosch? Oh, kann ich dir nicht sagen. 049 war das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, es lag hier dran. Der Wagen zieht richtig gut. Und das ist das Wichtige. Ein Problem haben wir schon mal behoben. Jetzt müssen wir den Motor mal anschauen. Vielleicht eine Zündspule. Aber der läuft ein bisschen unruhig. Wo du schon mal gesagt hast, das mit dem Geräusch? Ja, Kette macht Geräusche. Also Kette müssen wir anschauen. Okay. Ölt auch hier ganz viel, sehe ich gerade. Schön am Ölen. Dort. Er nimmt wieder Gas an, das heißt, wir können den jetzt auch mal ein bisschen treten. Vielleicht machen wir 0 auf 100, 100, 200. Wobei ich sagen muss, wenn er einmal Fahrt kriegt, boah, das Ding geht ab. Also der hat Power auf jeden Fall. Können ja eigentlich mit dem Projekt eigentlich so langsam beginnen. Die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ja, dieser Motor kommt in einen W124 rein. So nebenbei. Ja, W124, das will ich machen. Was schätzt du, was ich für das Teil bezahlt habe? Gut, du hast gesagt, ich habe den billigsten geholt. Ich habe den billigsten gekauft, ja. Ich sag jetzt einfach mal 40 Euro? Nee, 30 Euro habe ich für das Teil bezahlt. Guck mal, war ich aber nicht weit weg. Also haben wir das Auto für 30 Euro repariert. Nee. Wer kann das sagen, dass sein CL500 wieder läuft und nur 30 Euro ausgegeben hat? Wer kann das sagen? Nicht so viele. Wenn ihr Lust habt, können wir ja einmal hier ein Kompressionsmessung machen. Das können wir ja mit den lieben Channel machen. Also schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr das mit Channel sehen wollt. Also ich hätte Bock drauf. Ich hoffe mal, dass alle gut funktionieren, weil wenn alle gut funktionieren, dann ist der Motor auf jeden Fall 100% in Ordnung. Da kann es an den Kerzen liegen oder Zündspule oder Unterdruckschlauch oder die Kette sich verlängert hat und dass die Steuerzeiten einfach nicht mehr stimmen. Das würde ich auch noch vermuten, weil der hat einen ganz leichten Zittern. Kettengeräusch haben wir ja auch leider. Leider. Also Shannon, wenn du Bock drauf hast, dann lass uns doch hier einmal Kompression messen. Mal schauen, ob wir noch auf allen 8 Zylindern gute Kompression haben. Und Eidosch, ich danke dir nochmal. Und ihr kennt das Spiel, ne? Brauche ich ja nicht immer wieder erwähnen. Bis zum nächsten Mal, euer Kfz-Tutz. Bleibt gesund.